Kapitel 10. 4 Monate vor dem Fall. Wachen mit glänzenden Brustplatten beobachteten von den Sätteln ihrer gepanzerten Alex aus, wie Majew näher kam. Das Zeichen der Naru schmückte ihre Überwürfe. Sie wirkten wenig beeindruckt, vermutlich überlegte die Wächterin, hatten sie schon deutlich imposantere Armeen gegenübergestanden. Shadrat war mit Abstand die größte Stadt, die sie bislang in der Scherbenwelt gesehen hatte. Ihre Mauern waren so hoch und so dick, dass eine ganze Prozession von Grollhufen dahinter entlang marschieren könnte, ohne dass sie es hören würde. Ein mächtiger Turm streckte sich dem Himmel so weit entgegen, dass man ihn sogar über den epochalen Schutzwall hinweg sehen konnte, und im Norden schützte ein Gebirgszug die Stadt gegen Angriffe. Ein riesiges Flugtier flatterte über ihnen vorbei und landete jenseits der Mauer. Majew brauchte unbedingt ein paar dieser fliegenden Mantarochen. Auf dem Rücken dieser Kreaturen könnten ihre Truppen schnell zuschlagen und wieder verschwinden, bevor der Feind Zeit zu reagieren hatte. Sie schob den Gedanken beiseite. Wenn sie solche Reittiere in ihren Besitz bringen könnte, dann hätte der Feind sie ganz sicher auch in seinen Reihen. Der Kampf würde sich lediglich in die Luft verlagern, aber das Kräfteverhältnis wäre dasselbe. Am Boden konnten ihre Truppen sich zumindest unter dem Blätterdach der Wälder verstecken. Die Nachtelfen waren an diese Art der Kriegsführung gewöhnt, und die Drenai und die Zerschlagenen erlernten sie gerade. Nicht, dass die Wälder hier denen ihrer Heimat ähnelten. Wie so vieles in der Scherbenwelt waren auch sie zutiefst fremdartig. Gewaltige, abscheuliche Motten flatterten zwischen den Bäumen umher, und viele von ihnen waren mit Teufelsmagie befleckt. Je mehr Majew von dieser Welt sah, desto deutlicher wurde der Einfluss düsterer, mystischer Energien. Vielleicht hatte es mit der Präsenz der brennenden Legion zu tun. Eines stand in jedem Fall fest: Die Scherbenwelt war der perfekte Ort für Illidan. Hier gab es alles, was er brauchte, und gewiss fühlte er sich hier wohler, als ein normaler Elf es je könnte. Sie wollte schon mit den Zähnen knirschen, aber dann merkte sie, dass Anindra zu ihr aufsah. Also glättete sie ihre Stirn und gab das Zeichen, zum Tor vorzurücken. Falls die Drenai-Wachen von der näher kommenden Armee eingeschüchtert waren, ließen sie es sich zumindest nicht anmerken. Sie warteten gelassen bis zum letzten Moment, dann überkreuzten sie ihre Lanzen vor dem Tor. Keine sonderlich stabile Barriere. Ihr Nachtsäbler hätte einfach hindurchspringen können. Aber darum ging es hier nicht. Was führt euch in die Stadt, Shadrat? Fragte die Wache auf der rechten Seite. Er war der ältere der beiden. Ich bin hier, um eine Audienz bei Adal zu erbitten. Das Gesicht des Drenai blieb gleichgültig. Und dein Gefolge ebenfalls? Ja. Dass so viele Drenai zu ihrer Armee gehörten, war in dieser Situation vermutlich ein Vorteil. Vielleicht waren die Wachen aber auch nur an den Anblick von Flüchtlingen gewöhnt. So zerlumpt wie ihre Krieger nach der langen Reise und den harten Kämpfen aussahen, musste man schon genau hinsehen, um den Unterschied zu erkennen. Andererseits könnten die Wachen sich auch freuen, noch mehr Truppen in ihrer Stadt zu wissen. In jedem Fall zogen sie ihre Lanzen zurück und einmal mehr flatterten ihre Banner im Wind, als Majew durch den gewaltigen Steinbogen ritt. Ein Keuchen entrang sie ihrer Kehle, kaum dass sie die Stadt betreten hatte. Sie spürte Energien, uralt und wohlwollend, die mit den Steinen verwoben waren, sie zu mehr machten als nur einer physischen Barriere gegen die Häscher der brennenden Legion. Gewaltige Mächte pulsierten aus dem zentralen Turm, der sich über dem Rest der Stadt erhob. »Wir sind hier in der Gegenwart des Lichts«, sagte Anindra. Sie spürte es ebenfalls, was immer es war. »Hoffentlich«, brummte Majew. »Beten wir, dass das alles nicht nur ein riesiger Betrug ist.« Oft trug das Böse die Maske der Gutmütigkeit, kleidete sich Niedertracht in Wohlwollen. Das machte es leichter, die Vertrauensseligen zu manipulieren. Majew dachte lange über diese Möglichkeit nach. In letzter Zeit hatte sie sich immer wieder bei dem Gedanken ertappt, dass sie auch mit Kael Jaeden zusammenarbeiten würde, solange sie Illidan nur endlich ein Ende bereiten könnte. Insofern war es unwichtig, ob diese Naru wirklich so gutmütig waren, wie sie vorgaben. Falls sie Majew gegen den Verräter unterstützten, würden sie einen Pakt mit ihnen schließen. Sie ritten durch die breiten Straßen von Shadrat und die Drenai-Rekruten lenkten die Aufmerksamkeit ihrer Nachtelfenanführer auf die ein oder andere Sehenswürdigkeit. Selbst diejenigen, die noch nie hier gewesen waren, hatten schon viel über die Stadt gehört. Vermutlich war sie für die Drenai der Scherbenwelt, was Danassus für Majews Volk war. Obwohl er nur aus Stein bestand und nicht aus lebendem Holz, war dieser Ort auf seine eigene Weise beeindruckend. Wie so viele der Drenai-Flüchtlinge innerhalb seiner Mauern wirkte Shadrat aber schwer angeschlagen. Majew hatte das Gefühl, als würden sie die zusammengeketteten Ruinen einer einst großen Metropole betrachten. Die Einwohner passten perfekt in diese Umgebung. Viele von ihnen sahen zerlumpt und hungrig aus. Einige traten mit bettelnd ausgestreckten Händen vor, darunter auch ein paar Kinder. Aber Majew konnte ihnen nichts geben, selbst wenn sie es gewollt hätte. Es war schwer genug, ihre eigenen Truppen mit Kleidung und Nahrung zu versorgen, und jede Münze wurde gebraucht, um ihren Krieg zu finanzieren.
Sie sah Gestalten aus allen Teilen der Scherbenwelt. Zerschlagene drängten sich und Unterständen am Straßenrand zusammen. Auch Orks waren hier, was Maiev überraschte. Sie war so daran gewöhnt, diese Kreaturen zu bekämpfen, dass es ihr in den Fingern juckte, ihre Waffen zu ziehen. Dieser Wunsch war aber nichts verglichen mit dem Zorn, den sie empfand, als ihr Blick auf einen Blutelfen fiel. Und sie war nicht die Einzige, die ihn entdeckte. »Blutelfen«, stieß Anindra mit verzerrtem Gesicht hervor. Sie teilte Maievs tiefen Abscheu vor diesen abartigen Elfen. Sie hatten die Quelle ihrer arkanen Macht verloren, als Arthas den Sonnenbrunnen entweihte und seine Energien benutzte, um den Liechkelt Tusat wiederzubeleben. Seitdem gierten sie mit unstillbarem Hunger nach arkaner Macht. Die Lippen des Blutelfen verzogen sich zu einem arroganten Grinsen, aber er wagte es nicht, Maievs Blick zu begegnen. »Wir sollten Mitleid mit ihnen haben«, sagte Sarius, der in seiner Elfenform neben ihnen schritt. »Ihr Leben wurde durch ihren unnatürlichen Durst nach magischer Kraft verdorben.« »Ich würde mich umbringen, wenn ich so würde wie sie«, erklärte Anindra. Sarius lächelte vielschichtig. »Sie waren einst unsere Brüder. Vielleicht können sie es eines Tages wieder sein, falls sie erlöst werden.« Maiev starrte ihn an. Eigentlich hätte sie so etwas erwarten sollen. Sarius war schließlich ein Druide. Und Druiden hatten die seltsamsten Gedanken. »Ich glaube nicht, dass sie erlöst werden wollen«, entgegnete Anindra. »Ich glaube, sie gefallen sich so, wie sie sind.« »Woher willst du das wissen?«, fragte Sarius. »Hast du mit ihnen gesprochen?« »Nein, ich war zu sehr damit beschäftigt, gegen sie zu kämpfen«, sagte Anindra im sanften Tonfall. Sie lächelte den Druiden an. »Wie du eigentlich noch wissen solltest.« »Ja, ich erinnere mich noch, deine Wunden behandelt zu haben.« Auch Sarius lächelte. Es bestand eine deutliche Zuneigung zwischen den beiden. Aber solange sich das nicht auf ihre Leistung und auf ihre Pflichten auswirkte, sollte es Maiev egal sein. Als sie weiterritt, spürte sie, dass mehrere Sindorai ihr nachblickten. Und da war nichts Freundliches in ihren Augen. Sie fragten sich, ob die Blutelfen wohl Spione waren. Arbeiteten sie für Kel'Thas und durch ihn für Illidan? Das Zeichen des Kristallkelchs hing über der Straße und aus dem Innern des Gebäudes drang Musik und die Geräusche eines Gelages. Maiev führte ihre Truppen in den Hof und zerschlagenen Stallburschen eilten ihnen entgegen. Sie schienen keine Probleme mit den Eleks zu haben, aber keiner von ihnen wagte sich in die Nähe der Nachtsäbler. Da tauchte ein hünenhafter Zerschlagener aus dem Gebäude auf. Seine Augen weiteten sich, als er die große Anzahl von Reitern erblickte. Maiev konnte beinahe sehen, wie er seinen Profit ausrechnete. »Der Segen des Lichts sei mit euch«, rief er und verneigte den gehörnten Kopf. Die langen Tentakel und seinen Mund hingen schlaff herab. Anschließend legte er die Hände aneinander und verschränkte die Finger. »Willkommen im Kristallkelch. Ich bin mir sicher, unsere Zimmer werden euren Ansprüchen genügen.« »Hoffen wir's«, sagte Maiev. Arikron sprach in den höchsten Tönen von Alexios und seiner Gastlichkeit. Der Zerschlagene lächelte breit. »Dann habt ihr also mit meinem Vetter gesprochen. Seid mir gleich doppelt willkommen. Braucht ihr auch Betten für euer Gefolge?« »Nur für mich, meine Offiziere und ein Dutzend Leibwachen. Der Rest wird sein Lager außerhalb der Stadtmauern aufschlagen.« Alexios schnitt eine enttäuschte Grimasse. Dann wandte er sich ab und begann, Befehle in der Sprache der Drenei zu brüllen. Eine kleine Armee von Dienern eilte los, um die besten Zimmer des Hauses vorzubereiten. »Es wäre mir eine Ehre, falls ich euch in meine Privatgemächer einladen dürfte«, sagte er anschließend. »Ich bin mir sicher, es gibt vieles, das wir besprechen sollten.« Maiev glaubte, einen drängenden Unterton aus seiner Stimme herauszuhören. Vielleicht hatte Arikron sich bereits mit ihm in Verbindung gesetzt. Boten flogen in regelmäßigen Abständen zwischen Tellar und Shadrat hin und her. »Ja, und ich bin euch überaus dankbar für eure Gastfreundschaft.« Alexios Gemächer waren luxuriös eingerichtet, mit Teppichen und Spiegeln und etlichen Weinregalen. Er wählte eine Flasche aus, blies den Staub fort und hielt sie Maiev hin, wie um ihre Meinung einzuholen. Leider hatte die Wächterin keine Ahnung von und keinerlei Interesse an drenaischen Jahrgängen. »Das war ein gutes Jahr«, sagte Alexios. »Diese Flasche wurde 100 Jahre vor der Zerstörung unserer Welt eingelagert. Wenn ihr davon trinkt, werdet ihr das alte Draenor schmecken.« Sie zwang sich zu einem Lächeln, als würde ihr das irgendetwas bedeuten, und wartete, bis er die Flasche entkorkt und ihn eingeschenkt hatte. Anschließend saß er mehrere Sekunden da, das volle Glas unter der Nase, und roch mit geschlossenen Augen daran. Ein Ausdruck tiefer Zufriedenheit lag auf seinen Zügen. »Bei diesem Duft muss ich immer an meine Kindheit denken.« »Ihr habt als Kind Wein getrunken?« »Manchmal beim Essen, aber eigentlich ist es nur der Geruch. Er erinnert mich daran, wie meine Eltern mit ihren Freunden beisammen saßen.« »War das vor der Verwüstung eurer Welt?« Alexios nickte und schlug die glühenden Augen auf. »Ja, ich bin älter, als ich aussehe.«
Er lächelte, um zu zeigen, dass er sehr wohl wusste, wie alt er aussah. »Es muss eine schreckliche Zeit gewesen sein«, sagte Maiev. Das war etwas, das sie hier gelernt hatte. Je mehr sie die Drenei und die Zerschlagenen an ihr Leid erinnerte, desto geneigter waren sie, ihr gegen die Schuldigen zur Seite zu stehen. »Die Zerstörung einer Welt«, sein Tonfall zeigte, dass er ihre Worte für eine extreme Untertreibung hielt. »Schrecklich beschreibt es nicht einmal ansatzweise. Wir dachten, das Ende aller Tage sei gekommen. Der Himmel stand in Flammen. Die Kontinente wurden auseinandergerissen. Lava strömte und wilde Magie tanzte von Berggipfel zu Berggipfel. Einige Gipfel erhoben sich sogar in die Luft und schwebten davon. Andere stürzten in die Tiefe und töteten Tausende.« »Ich habe Ähnliches in Nagrand gesehen.« »Ich fürchte, das ist wie der Vergleich zwischen einem Kieselstein und einem Felsbrocken.« »Wart ihr in Nagrand?« Er nickte. »Ich bin manchmal geschäftig in Teller und wegen Familienangelegenheiten.« Sein Lächeln wurde breiter und er legte die Hände mit den Handflächen nach oben auf den Tisch. »Aber ihr seid nicht hergekommen, um dem Geschwafel eines alten Gastwirts zu lauschen. Arikron erwähnt eure Mission in seinen Briefen. Ihr versucht also, den neuen Herrn der Scherbenwelt, diesen Illidan, zu stürzen?« Er hielt die Stimme gesenkt, als fürchtete er selbst, in seinem eigenen Haus belauscht zu werden. Und falls er das für nötig hielt, wollte Maiev es ihm gleich tun. »Ja«, flüsterte sie. »Für so ein großes Unterfangen habt ihr eine sehr kleine Armee.« »Seid ihr etwa ein Experte auf dem Gebiet der Kriegsführung?« »Ich war nicht immer ein alter, fetter Gastwirt. Ich habe gekämpft, aber ich habe mich nie gegen einen so mächtigen Feind gestellt wie den, den ihr ins Auge gefasst habt.« »Ich habe ihn schon zuvor besiegt.« »Und doch ist er nun frei und mächtiger denn je. Seine Häscher lauern überall im Verborgenen. Und es gibt überall Leute, deren Zeugen sich mit Gold lockern lassen. Ich an eurer Stelle wäre jedenfalls vorsichtig, mit wem ich spreche, und noch vorsichtiger, worüber ich spreche.« »Ich werde es mir merken. Man sagte mir, dass ich hier Hilfe finden könnte, bei den Naru beispielsweise.« »Vielleicht, aber ich fürchte, sie haben im Moment ihre eigenen Probleme.« »Trotzdem kann es nicht schaden, sie zu fragen.« »Gewiss. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt, wie man hierzulande sagt.« Der Zerschlagene klang nicht sonderlich hoffnungsvoll, was ihre Mission anging, aber vielleicht war das auch einfach nur seine Art. »Die Lichtgeborenen könnten jemanden helfen, den sie für würdig erachten.« »Die Lichtgeborenen?« »Die Shattar, das ist die Bedeutung ihres Namens. Sie sind die Naru, die es zu den Ruinen von Shattar zog, als sie die Riten der Aldor-Priester in einer ihrer Tempel spürten.« Arikron erwähnte die Aldor. »Natürlich. Sie sind die Diener der Naru und des Lichts. Sie rekrutieren Leute für den Widerstand gegen die brennende Legion. Ich bin mir sicher, sie wären sehr dankbar, wenn ihr ihnen eure Hilfe anbötet.« »Ich zweifle nicht daran, dass sie ein würdiges Ziel verfolgen, aber ich denke, ich kann dem Licht am besten dienen, indem ich Illidan besiege. Er ist der größte Streiter, den die brennende Legion hier in der Scherbenwelt hat.« »Ist es denn nicht seltsam, dass er Krieg gegen sie führt?« »Es könnte eine List sein. Oder vielleicht eine kurzzeitige Meinungsverschiedenheit. Er hat sich schon früher mit seinen dämonischen Meistern zerstritten, um sich später wieder ihre Gunst zu erschleichen.« »Ihr scheint sehr viel darüber zu wissen.« »Ich habe 10.000 Jahre lang über sein Gefängnis gewacht.« »Er hasst euch sicherlich.« »Und wenn er schlau ist, fürchtet er mich auch.« »Daran zweifle ich nicht«, sagte Alexius. »Könnt ihr für mich ein Treffen mit den Naru arrangieren?« »Ihr müsst nur zur Terrasse des Lichts gehen und sie ansprechen. Sie wissen inzwischen sicher, dass ihr in der Stadt seid. Und wenn sie die Macht in euch spüren, werden sie euch zweifelsohne Gehör schenken.« »Ist es wirklich so einfach?« »Für euch? Ganz sicher sogar. Euer Feldzug gegen den neuen Herrn der Schermwelt ist nicht unbemerkt geblieben, müsst ihr wissen.« »Ihr erwähntet, dass Illidans Häscher hier seien. Könnten das zufällige Blutelfen sein?« »Vielleicht, aber ich würde an eurer Stelle kein vorschnelles Urteil fällen. Die Sindorei hier haben geschworen, die Stadt zu beschützen. Die Seher haben nichts für die Helfer des Verräters übrig. Sie selbst haben sich von ihm abgewandt.« »Ach ja?« »Prinz Keltas schickte sie hierher, um die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Eine mächtige Streitmacht waren sie, die besten und begabtesten aus Keltas Armee, mächtige Magier und Gelehrte. Die Aldor hatten alles für die Verteidigung vorbereitet, aber da legten die Blutelfen ihre Waffen nieder und baten um eine Audienz mit den Naru. Wie sich herausstellte, hatte ihr Anführer Vorental eine Vision, nach der sein Volk nur überleben würde, wenn es den Naru diente.« »Das könnte auch ein Trick gewesen sein.« »Diese Meinung vertraten viele, aber die Naru sprachen mit diesem Vorental und sie akzeptierten seinen Treueeid. Seitdem dienten er und seine Leute der Stadt.« »Eine List.« »Die Naru können tief in den Geist jener sehen, die vor sie treten. Sie lassen sich nicht so einfach hereinlegen.« »Keltas ist verschlagen. Er würde einen Weg finden, sie zu täuschen.« »Ich höre Verbitterung in eurer Stimme.« »Nun, auch ich betrachtete ihn einst als Verbündeten.«
Das ist bedauerlich. Dennoch wären die Seher der Blutelfen die nächste Fraktion, die ich euch auf der Suche nach Unterstützung vorschlagen würde. Maiev spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Eher würde ich Höllenorks um Hilfe bitten. Der Zerschlagene hob die Hand und kratzte sich an den feuchtglänzenden Tentakeln. Der Feind meines Feindes. Ihr seid nicht der Erste, von dem ich diese Worte höre. Aber eine Allianz mit den Sindarai geht einfach einen Schritt zu weit. Zu schade. Die Seher sind mächtige Zauberer. Maiev ballte die Faust und Alexios erkannte seinen Fehler. Ich werde nicht mehr über dieses Thema sprechen. Das wäre vielleicht das Beste. Kurz bedauerte sie ihre Reaktion. Es brachte nichts, diesen Gastwirt anzufeinden. Ich weiß euren Rat zu schätzen. Ich bin hier eine Fremde und die Hilfe eines Freundes, der sich in der Stadt auskennt, ist unbezahlbar. Wir sind alle Fremde in dieser Welt, Maiev Schattensang. Darum müssen wir einander helfen. Gibt es sonst noch jemanden, auf dessen Unterstützung ich bauen könnte? Da wäre Khadgar, der Erzmagier, ein treuer Verbündeter der Naru. Ich glaube, er stammt von eurer Heimatwelt. Erzählt mir von ihm. Es gibt viele Geschichten über ihn. Das ist es schwer, die Wahrheit zu finden. Er ist ein Mensch. Nur wenige seines Volkes haben den Weg nach Shadrat gefunden. Manche behaupten, er sei ein Held, der sich geopfert habe, um das dunkle Portal zwischen Azeroth und Draenor zu schließen. Andere glauben, er wäre einst ein Schüler von Medivh gewesen, dem Wächter, der unter Sargeras Einfluss geriet. Das klingt nicht gerade so, als könnte man ihm trauen. Die Shatar sehen das anders. Ich leider nicht. Dann ist es wohl ohnehin egal, dass er nicht länger in der Stadt ist. Die Naru haben ihn in den Nethersturm geschickt. Zumindest habe ich das gehört. Er soll einige seltsame Erscheinungen dort untersuchen. Ihr seid außergewöhnlich gut informiert, Alexios. Ich bin ein Gastwirt. Wir hören so einiges, wenn wir die Ohren offen halten. Dann sollte ich mich glücklich schätzen, dass ihr so aufmerksam seid. Allerdings wäre ich zutiefst enttäuscht, sollte ich herausfinden, dass ihr mit irgendjemandem über meine Angelegenheiten hier gesprochen habt. Alexios blickte gekränkt rein. Mein Vetter hat euch zu mir geschickt. Euch zu verraten würde gegen jegliche Gesetze von Verwandtschaft und Gastlichkeit verstoßen. Natürlich. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir einander verstehen. Jetzt klingt ihr wie mein Vetter. Ich glaube, ich weiß, warum er euch so sympathisch fand. Das ist also die Terrasse des Lichts, dachte Maiev. Auf seine eigene seltsame Weise war der Ort beeindruckend. Die Luft schimmerte, kristallene Laute erschallten und große, blauglühende Kristalle hingen von der Decke des riesigen, runden Saals herab. Der Geruch von Weihrauch kitzelte ihre Nase. Über der Plattform in der Mitte des gewaltigen, runden Raumes schwebte ein glühendes Wesen von gewaltiger Macht. Ein Naru. Seine Gestalt wechselte kontinuierlich von einer geometrischen Form zur nächsten, wobei sie aber immer wieder zum Umriss eines Sterns zurückkehrte. Hunderte von Bittstellern kamen und gingen, ebenso priesterliche Diener, die zweifelsohne zu den Aldor gehörten. Blutelfen in Roben und den Überwürfen der Seher starrten Maiev an. Ihre Mienen wirkten nicht feindselig, aber auch nicht einladend. Hauptsächlich schienen sie sich zu wundern, weswegen die Wächterin hier war. Sie bahnte sich einen Weg durch die Menge, wobei sie ihre Umgebung genau musterte. Von der gewaltigen, kuppelförmigen Decke über ihr hallten die Geräusche betender und bittender Stimmen wieder. Es dauerte eine ganze Weile, ehe sie schließlich den Naru gegenüberstand, aber sie war dankbar für diese Minuten, denn so konnte sie sich an seine ehrfurchtgebietende Präsenz gewöhnen. Adal leuchtete wie eine angekettete Sonne. Würden seine Kräfte entfesselt, könnten sie ganze Städte zerstören und Berge einebnen. Als Maiev schließlich an der Reihe war und vortrat, traf sie die ganze Wucht seiner Aufmerksamkeit und sie musste sich zusammenreißen, um nicht auf die Knie zu sinken. Stattdessen hielt sie den Kopf hoch erhoben und blickte direkt in sein Licht. Sie hatte das Gefühl, als könnte er in ihr lesen wie in einer offenen Schriftrolle. Aus irgendeinem Grund fühlte sie sich in seiner Gegenwart wie ein kleines Kind. Sei gegrüßt, Wächterin Schattensang, sagte Adal. Der Naru strahlte Gelassenheit aus. Seine ruhige, angenehme Stimme schien gleichzeitig von überall und nirgends zu ertönen. Vielleicht hörte sie ihn auch nur in ihrem Kopf. Ich bin Adal. Möge Elon ihr Licht auf den Moment unserer Begegnung leuchten, murmelte Maiev. Der Naru fragte,
Wie kann ich dir helfen? Du weißt, wer ich bin? Ja. Du weißt, was ich tue? Ja. Ich kam auf der Suche nach Illidan in die Scherbenwelt. Ich will ihn zurück in sein Gefängnis bringen. Ein ehrgeiziges Ziel. Illidan möchte der Fürst der Scherbenwelt sein. Und er besitzt die nötige Macht, um dieses Ziel zu erreichen. Wer bist du, dass du dich ihm entgegenstellst? Jemand, der ihn 10.000 Jahre in Ketten gehalten hat. Im Angesicht der Ewigkeit ist das nur ein Wimpernschlag. Maiev lächelte melancholisch. Mir erschien es ziemlich lang. Nach der Zeitmessung der Sterblichen war es das auch. Und nach der Zeitmessung der Naro? Wir sehen die Dinge anders als ihr. Wir haben keine Körper, die altern. Wir sind Wesen des Lichts. Dann solltet ihr wissen, dass Illidan bekämpft werden muss. Eine Aufgabe, für die du perfekt geeignet scheinst. Das ist mein Lebensinhalt. Das sehe ich. Und darum bedauere ich umso mehr, dass wir dir zu diesem Zeitpunkt keine Hilfe anbieten können. Was? Das Wort platzte aus ihr heraus, bevor sie es unterdrücken konnte. Leider haben auch wir eine Aufgabe, um die wir uns kümmern müssen. Den Widerstand gegen die brennende Legion. Das nimmt all unsere Kräfte in Anspruch. Aber Illidan dient der Legion. Ihn zu stürzen würde eurer Sache helfen. Im Moment kämpft Illidan gegen die Legion. Er ist ihr Feind. Wir nutzen diesen Konflikt, um unsere Kräfte zu sammeln. Im Moment mag er gegen die Dämonen kämpfen, weil ihm das gerade nützt. Aber sobald die Lage sich ändert, wird er auf dem Bauch zu seinen Meistern zurückkriechen, so wie er es immer tut. Dein Hass blendet dich. Das ist kein Hass. Ich will Gerechtigkeit für jene, die er ermordete, für jene, die er betrug, für jene, die er noch töten wird. Du kannst mir nicht erzählen, dass Illidan irgendwie besser ist als die brennende Legion. Du kennst die wahre Natur der brennenden Legion nicht, Wächterin Schattensang. Aber ihr schon? Wir bekämpfen sie seit 1000 Lebensaltern. Und wir werden uns ihr bis zum Ende aller Zeiten weiter entgegenstellen. Ich brauche mehr als hübsche Worte, wenn ich Illidan seiner gerechten Strafe zuführen soll. Leider kann ich dir im Moment außer Worten nichts bieten. Du musst deinen eigenen Weg finden. Außerdem bist du hier nicht ohne Verbündete. Auch wenn du sie nicht sehen kannst, suche nach ihnen und du wirst sie finden. Der oberste Magister der Seher möchte mit dir sprechen. Ein Blutelf? Einer aus deinem Volk. Die Blutelfen gehören nicht zu meinem Volk. Sie haben uns schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Wir haben nichts miteinander gemein. Abgesehen von einem Feind. Ich will mit diesen Ketzern nichts zu tun haben. Das ist deine Entscheidung. Maiev zügelte ihre Wut und verbeugte sich. Danach machte sie auf dem Absatz kehrt, ohne darauf zu warten, dass Adal die Audienz für beendet erklärte. Mehrere Blutelfen in der Nähe sogen empört den Atem ein und das erfüllte sie zumindest mit ein klein wenig Genugtuung. Ein hochgewachsener Blutelf mit dem Überwurf eines Sehers kam ihr entgegen. Vermutlich war das der Magister, den Adal erwähnt hatte. Sie marschierte an ihm vorbei, bevor er auch nur den Mund öffnen konnte. Wie es schien, hatte sie noch immer so etwas wie Prinzipien. Es gab Wesen, mit denen würde sie niemals ein Bündnis eingehen, nicht einmal, um den Verräter zu besiegen.